mach's. Ich baue ein 3x3 Haus für 8 Sims. Und ich realisiere gerade, dass ich nicht 8 Sims habe. Ich hole jetzt noch ganz schnell 7 Sims. Okay, jetzt habe ich alle. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, dass dieses Haus nicht schön aussehen wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass wir mehrere Stockwerke benutzen müssen. Will ich einfach so einen hohen Block machen? Oder vielleicht könnte ja das gut aussehen? Ich weiß halt nicht, wie viele Stockwerke wir brauchen. Denkt ihr, 3 Stockwerke sind genug? Wie das aussieht? Och Mann, nein. Was mache ich hier? Das sieht ja richtig schön aus. Okay, ich glaube, das wird jetzt das hässlichste Haus, das ich je gebaut habe. Aber ja, wir bleiben mal bei 3 Stockwerken. Wir brauchen 8 Betten, beziehungsweise 8 Liegeflächen. Und wir brauchen eine Küche, wir brauchen ein Bad und wir brauchen ein Sofa und einen Fernseher. Alles klar? Sieht das gut aus? Ich lasse es so. Wenn hässlich, dann richtig hässlich. Okay, den Eingang möchte ich auf jeden Fall hier haben. Mit so einer Treppe. Ja, wunderschön, wunderschön. Jetzt noch eine Riesentür, weil wir haben ja so viel Platz hier. Einfach top. Also was ich auf jeden Fall machen muss, ist Leitern platzieren. So eine Küche und ein Wohnzimmer hier wären nicht schlecht. Die Frage ist nur wie. Wie soll das möglich sein? Ich weiß nicht wirklich, wo das Wohnzimmer hin soll. Die Küche steht, glaube ich. Glaube ich. Also die Küche kann man verwenden. Und ich glaube, oh, ein Ofen. Ich habe einfach den Ofen vergessen. Och Mann. Von außen sieht es auch wirklich total schön aus. Ich glaube, ich schaffe es, ein Sofa hier zu platzieren. Klar, die 8 Sims werden da nicht sitzen können. Aber was soll man machen? Wenn man halt nur ein 3x3 Haus hat, dann ist es eben so. Ich glaube, das Sofa kann ich hier so nicht platzieren. Was, wenn ich das hier mache? Ja, ich weiß, es sieht sehr interessant aus. Aber es könnte funktionieren. Möglich wäre es. Haben wir Platz für eine Pflanze? Sieht doch ganz okay aus. Der erste Stock ist fertig. Kannst du Fernsehen? Bitte, 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 bitte. Sie kann... Oh mein Gott! Sie kann Fernsehen! Okay, kannst du was kochen? Sie kann kochen! Sie kann kochen! Das heißt, wir können weiterbauen. Wir brauchen halt ein Badezimmer. Mache ich das Badezimmer so? Oder mache ich es kleiner? Wohin kommen denn die 8 Betten? Wohin kommen die dann? Ich glaube, 3 Stockwerke werden knapp. Und das Problem ist, wir brauchen ja noch eine Leiter. Vielleicht mache ich ein 2x1 Bad? Dann ohne Waschbecken halt. Ich hätte eine Frage. Nee, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ach Mann, das ist richtig schade. Okay, dann platziere ich hier einfach einen Schreibtisch. Wie sieht denn der Raum hier aus? Oh no, oh no. Können die da hoch? Ich muss es testen. Bitte, 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 bitte. Okay, sie kommt hoch. Aber das Badezimmer kann sie bestimmt nicht verwenden, oder? Nee, Mann. Kein Waschbecken im Bad. Alles gut. Sie kann nicht zum Computer. Wieso? Och nee. Oh Mann. Ich muss das verkaufen. Dann halt der Schreibtisch. Ja, vielleicht platziere ich noch ein Bücherregal hier. Wenn wir schon Platz haben. So, mit dem Raum bin ich jetzt auch fertig. Und jetzt brauchen wir 8 Betten. Ich dachte echt, ich schaffe es mit 3 Stockwerken. Wie viele kann ich hiervon hier platzieren? Mit ein bisschen quetschen und verschieben. Nee, das klappt nie im Leben. Oh nein. Och nö. Ich teste es einfach mal, aber never. Okay, die kann schon mal hier nicht ins Bett. Kann sie hier hoch? Hoch kann sie? Die Leiter stört. Die Leiter stört einfach. Okay, kann sie hier in das Bett? In das Bett kann sie auch? Und hier hoch? Das Bett kann ich ja verkaufen, wenn das hier funktioniert. Und die Leiter, die hier durchs Fenster guckt, interessiert mich nicht. Ich blende die aus. Das sind halt 3 Betten. Dann bräuchten wir nochmal so ein Stockwerk. Und dann noch ein Stockwerk für das Doppelbett. Das Zimmer ist so hässlich, aber ist okay für mich. Ist okay. Noch ein Stockwerk kann ich halt nicht hinzufügen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem gerade. Das Zimmer ist fertig und es funktioniert, aber wir haben noch ein Stockwerk. Also ich fände es am besten, wenn wir nur noch ein Zimmer einrichten würden. Aber Nee, das wird nicht funktionieren. Ich wollte halt ein Doppelbett haben. Funktioniert ein Doppelbett hier überhaupt? Sie kann sich hinlegen.
ich weiß nicht, wo ich hier einen Keller platzieren soll. Ich habe keinen Platz für eine Leiter. Ich glaube, ich werde eine Treppe machen müssen. Aber dann habe ich wieder keinen Platz. Och Mann, es ist so schwer. Mein schöner Teppich muss weg. Oder hierhin. So. Die Frage ist, kann man da runter? Ich sehe es schon, sie kann da nicht runter. Oh nee. Runterklettern? Oh nein, sie kann nicht runter. Ich muss es jetzt leider so machen. Es geht nicht anders. Ich kann es leider nicht anders machen. Es tut mir leid. So, ich habe oben jetzt nochmal 3 Betten platziert. Man kann alle verwenden, man kann überall schlafen. Und das heißt, wir haben 6 Betten. Es fehlen noch 2 Liegeflächen und die machen wir in den Keller. Es tut mir so leid, dass ich jetzt hier die Leiter platzieren muss. Es ist echt blöd. I'm sorry. Aber wenigstens kann ich jetzt hier ein Doppelbett platzieren. Und ich bin fertig mit dem Keller. Ist eigentlich ganz cute. Wäre auch ganz cute, wenn man das alles hier benutzen kann. So, sie kommt hier runter. Let's go. Sie kommt auf jeden Fall angerannt oder auch nicht. Hallo? Und kann sie sich jetzt hier hinlegen? Bitte, 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 bitte. Sie kann sich hinlegen, oder? Hä? Och Mann, was macht die? Hä? What? Nee, nee. Was ist das denn jetzt? Wer bist du denn? Das können die nicht ernst meinen. Nein? Könnt ihr mal weggehen? Oh, jetzt ist wieder eine... Das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Okay, aber sie können sich hinlegen. Das ist gut. Ja. Und ich mache das Haus jetzt noch schnell von außen fertig und... Bis in einer Sekunde. Tschüss. So, ich bin fertig mit diesem wunderschönen Haus. Ich habe ein 3x3 Haus für 8 Sims gebaut. Ich kann es selbst gar nicht fassen, aber hier, es steht. Und ich muss sagen, ich habe wirklich erwartet, dass es viel hässlicher aussieht. Klar, diese ganzen Leitern und so an den Fenstern. Interessante Wahl. Aber ich mag es irgendwie. Irgendwie mag ich es. Keine Ahnung wieso. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.